Und damit willkommen zu Hallo zurück zu Seven vs. Wild. Behind the Scenes, Folge 12. Was nach der Abholung geschah, da bin ich echt mal gespannt. Da bin ich gespannt. Vor allem das, was mit Joey passiert ist, da bin ich echt mal drauf gespannt, weil wie die anderen reagiert haben, als er dann als Einziger abgeholt wurde, als Einzelperson abgeholt wurde. Aber schauen wir einfach mal rein. Du willst immer mit den neuesten Tech-Produkten ausgestattet sein? Dank unserem Partner Grover ist das kein Problem. Manchmal lohnt es sich nicht, ein neues Produkt zu kaufen, nur damit es in einem Jahr schon wieder völlig veraltet ist. Und hier kommt jetzt Grover ins Spiel. Das Ganze ist eine Online-Plattform, bei der du Tech-Geräte für einen monatlichen Beitrag mieten kannst. Zur Auswahl stehen über 8000 Produkte, wie zum Beispiel Smartphones, Tablets, Kameras, Spielekonsolen, wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher und viele mehr. Hier findest du alles, was dein Herz begehrt. Du kannst dein eigenes Paket zusammenstellen und das sogar mit gewünschter Laufzeit. Ganz nach deinem eigenen Geschmack. Du hast zum Beispiel Lust, deine nächste Reise oder ein Outdoor-Abenteuer filmtechnisch etwas aufzuwerten? Dann hol dir einfach eine Drohne für einen Monat, anstatt sie gleich direkt teuer zu kaufen. Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Du hast immer das neueste Modell am Start. Du sparst durch die Miete natürlich auch Geld, weil du es dir nicht alles direkt kaufen musst. Und das Ganze ist auch noch nachhaltig, weil die Technik nicht irgendwann einfach bei dir rumliegt und verstaubt, sondern nur ausgeliehen ist. Bist du also fertig mit deinem Projekt und benötigst die Ausrüstung nicht mehr, kann sie einfach der nächste benutzen. Freunde, jetzt Ohrenspitzen, es gibt eine richtig geile Aktion. Ihr könnt ein Produkt eurer Wahl für einen Monat gratis mieten. Mit dem Code 7vs.wild. Mieten statt kaufen ist das Motto, also check das Ganze unbedingt mal aus. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt oder auf grover.com. Rise high above every mountain, mindset embracing the fear. Bisschen laut, oder? Tossing coins into every fountain. And we'll a coin for the Witcher, oder? A coin for the Witcher? We can choose not to lose as we walk. Geht, Alter. Jetzt zeige ich sie noch mal alles, ne? Sehr nice. An Tag 3 oder Tag 4 wurden die abgeholt, oder? Fritz und Martin. Tag 4? Ich weiß gar nicht. Oder Tag 3? Ach stimmt, Affe war ja unter Deck kotzen, weil sie so viel, oder Durchfall? Irgendwas von beiden. Weil sie doch so, weil sie es nicht vertragen hat. Eins von beiden, ich glaub Durchfall. Muss ich mir vorstellen. Guter Körper ist keine feste Nahrung gewohnt mehr, ne? Ja,
Fazit von Staffel 3. Erstmal das Wichtigste, alle leben. So, das ist immer das Wichtigste und natürlich auch, dass keiner jetzt krass verletzt ist. Der eine oder andere hat vielleicht ein paar Kilos abgenommen, dafür schöne Erfahrungen gesammelt oder auch Erfahrungen gesammelt, die er vielleicht nicht nochmal braucht in seinem Leben. Ist ja auch was wert. Ja, ich würde sagen, dass das die Staffel ist bisher, die am meisten Varianz geboten hat. Von Wildchen, von der Location, von den Teams, von dem, was passiert ist, von den Charakteren. Super spannend und einfach geil. Und ich glaube auch, klar, ich bin Teilnehmer, aber auch aus Zuschauersicht ein gelungenes Projekt. Ja, solide. Staffel 2 fand ich aber persönlich besser. Kann ich auch ehrlich sein. Joey! Nach Feuerschild. Alter, hat er gesammelt. Lecco mio. Als Dankbarkeit für dieses wunderschöne Land. Ja. Hat das funktioniert? Nee, das funktioniert nicht. Machen wir den Dreck erstmal weg, das sortiere ich in Ruhe. Gleich. So. Gut riechen, Mann. Du, ich rieche wie ein Schwein. Ich habe 2 Wochen nicht geduscht. Das Meer ist so arschkalt. Ja, das wissen wir. Also ich werde trotzdem ins Meer, glaube ich. Ich glaube, ich wäre trotzdem ins Wasser gegangen. Scheiß drauf, Alter. Bevor ich stink, friere ich lieber. Ganz ehrlich. Dann mache ich mir ein schönes Feuerchen. Ich glaube. Darf man das überhaupt so sagen? Ich glaube, ich hätte das ganz anders gemacht. Ich hätte mir ein richtig großes Feuer an irgendeiner Stelle gemacht. Das wäre zwar verboten gewesen, aber das sieht ja keiner. Ich muss es ja nicht filmen. Hätte mir ein großes Feuer mit zu stemmen gemacht. Und in irgendeiner Mulde. Und hätte mich dann einfach dann abends nach dem Duschen an das Feuer gesetzt. Und einfach darauf vertraut, dass nichts passiert. So richtig asozial die Regeln brechen, so, weißt du? Aber solange es keiner sieht, wo kein Kläger, da kein Richter, so auf die Art, weißt du? So würde ich dann denken wahrscheinlich. Ich würde es halt nicht filmen. Und kurz vor knapp. Oh, okay, Jan Fullsend, du gehst rein mit keinem gewisseren als Joey Kelly. Kann man sehen. Ich nehme viel mit. Also es war für mich sehr spannend, neue Erkenntnis, eine neue Herausforderung. Ist auch dünner geworden. Für mich ein gigantisches, sag ich mal, Challenge. Danke einfach. Nur danke, dass ich dabei sein darf, dass man halt das machen darf, dass man immer noch die Power hat, das zu machen. Es geht wirklich um etwas Essentielles. Es geht um Survival, um Überleben. So eine Survival-Situation, kein Essen. Viel Langeweile, für mich überhaupt kein Spaß dabei dann irgendwann mehr, sondern wirklich nur noch durchziehen. Nach ein paar Tagen hatte ich... Darum geht's aber, ums Durchziehen. Und dass das keinen Spaß macht, ist klar eigentlich, wenn du Hunger hast. Rausgestellt, okay, Paradies, ja, für einen Tag okay, aber jetzt Scheißdreck, es ist so langweilig hier, es gibt... Selbst wenn man sich als Wildcard-Ersatz bewirbt, musst du immer davon ausgehen, ey, es könnte sein, dass ich rein muss. Da informiere ich mich drüber, wie läuft das ab und was habe ich im schlimmsten Fall zu befürchten. Da kann mir keiner erzählen, ja, aber er war ja nicht drauf vorbereitet. Nein, dann ist er ganz einfach selber schuld, wenn er sich nicht informiert, was ihm passieren kann und nicht die anderen Staffeln gesehen hat. Punkt. Keine Ressourcen, bitte holt mich aus dem Paradies raus. Ich würde es jederzeit wieder machen. Definitiv. Ich finde es sogar spannend, an meinem persönlichen, sagen wir mal, weiteren Limit, dass man sagt, man setzt noch eine Woche drauf. Ich weiß jetzt, dass es ohne Essen und ohne Ressourcen geht, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man dafür Erfahrung haben muss, viel für tun muss, mental, und dass es dann geht. Irgendwann werde ich das hinkriegen und deswegen werde ich es irgendwann nochmal machen, aber nicht zeitnah. Verzage nicht, ich bin doch schon da. Hallo. Als jetzt diese geile Rede war und die Sonne so drauf geklatscht hat, bevor alle diese wunderschönen Dinge hier bekommen haben, war mir auf einmal so schwindelig und ich dachte, wenn ich mich jetzt nicht hinsetze, dann macht's plupp.
Ja, aber sonst geht's mir gut. Oh, nee. Ja. Also die Überlegenschancen sind jetzt nach den zweiwöchigen Strapazen schon gering. Ne? Schon, also ich möchte es in Anwesenheit der Patientin jetzt nicht so sagen, aber ich sehe da jetzt fast genauso schwarz wie sie selber vorhin, als sie zusammengesackt ist. Das macht Hoffnung. Alter, nee. Mach, sag, du willst das. Oh, nee, das geht gar nicht. Nein. Was ist da unten? Oh, nee, da tut's echt weh. Oh, nee, das würde ich mir gar nicht. Da würde ich lieber zusammenklappen. Ich habe so eine Nadelphobie. Bevor ich mir sowas da reinstechen lasse, würde ich lieber sagen, Alter, ich nehm's auf meine Kappe. Wenn was passiert, bin ich schuld. Hi. Kann ich aufmachen? Und ich bin so ein Mensch. Ich hasse es, Dinge nicht mitzubekommen. Ich will bei allem immer dabei sein und jetzt liege ich hier und alle sind da drüben und es kotzt mich an. Ja, aber das Ding ist an sich nicht schön, das will ich auch so. Oh. Ausgewogene Mahlzeit. Wir haben hier Chips, ne? Oliven. Ich würde gar nichts essen, solange ich das Ding in der Hand habe. Ich bin so ein Weich, ein Waschlappen, was Nadeln angeht, ne? Oder Zahnarzt. Irgendwas in die Richtung. Einer. Also Fazit ist, dass es eine geile Zeit im Leben war, die man einfach nie wieder vergessen wird und die man auch nie missen möchte. Das war ein schöner Urlaub mit dir. Ja. War hier ein schöner Campingtrip. Ich glaube, dass wir da, obwohl wir so verschiedene Menschen sind, das kann man sich nicht vorstellen, wie Tag und Nacht, haben wir dieselben Werte. Und das ist das, warum wir so gut durchgekommen sind. Flasche einfach geil. Darf unsere man das so ganz eingebildet sagen, die das war so wirklich gut. Geil. Wirklich, im wir Nachhinein. Haben das so oft erwähnt und uns überlegt und dachten so, das ist jedes es. Item, das ist so es. Krass ausgewählt. Müssen wir jetzt ein Item benennen, was uns wirklich gut gefallen hat im Vergleich zu den anderen, dann würden wir beide vermutlich das Multitool wählen. Da war alles dran. Zum Abkochen haben wir halt immer die Zange gebraucht. Das heißt, ohne Multitool wäre das einfach echt Kacke gewesen. Und was wir nicht so gebraucht haben, ja, die Säge hätten nicht sein müssen, weil wir halt kein Baumaterial hatten. Selbstverletzung. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Mit dir nochmal 14 Tage irgendwo. Ja, nochmal Urlaub bist du einfach. Also ich glaube, allein wäre jetzt nicht so meins, glaube ich, aber so fand ich es echt entspannt. Warum nicht nochmal? Also ich würde es eher alleine machen als zu zweit, tatsächlich. Da kann man nämlich auch mal was machen, was jetzt vielleicht nicht ganz so konform geht, so auf die Art, weißt du, so wie so ein großes Feuer oder so, wo ich schon mal angemerkt habe, wo man sich denkt, mein Gott, sieht ja keiner so auf die Art, weißt du. Jetzt nicht irgendwas mitschmuggeln oder sowas, das meine ich jetzt gar nicht, aber halt, ne? War das davor oder danach, was man jetzt sieht? Danach. Warum hatten die jetzt einen Verband am Arm, an der Hand? Bäh. Das ist ja no joke wie eine Landung aus einem Cartoon, Alter. Ja, aber noch schlimmer als der erste. Ja. Voll geil. Oh, der Flug war mega geil, Alter. Hoch, runter, geile Wasserlandung. Alle haben es gesehen, mega fett. Brauche ich auch nicht. Das brauchst du nicht, Gerrit. Was passiert jetzt? Kannst du mir das sagen? Hallo. Kamera weiß das auch. Hallo. Ich bin eher so der Typ, Team Boden. Team Boden. Das ist so meins. Gerrit, hast du gemerkt, dass du hoch und runter gehst? Alter. Wie kann man das nicht gemerkt haben? Ja, ich habe gesehen, dass du gelenkt hast und dann war mir völlig vorbei, weil ich mir dachte, jetzt lässt er den als Steuer. Echt? Fazit. Und dann ging's los so. Dann ging's los.
Oh, jetzt kommen die Naturensöhne. Die haben es als einzige richtig gemacht. Die haben sich nämlich gebadet 2 oder 3 Mal, soweit ich das weiß, oder? Oder sogar jeden Abend, haben es aber nur 1-2 Mal gefilmt. Also so wie die würde ich es auf jeden Fall auch machen. Also ich würde mich schon, also Körperhygiene finde ich da schon wichtig. Also wie man da reingehen kann und einfach 14 Tage sich nicht duschen kann oder baden kann, das finde ich so weird, ne? Das ist für mich so essentiell. Egal wie also, abgefuckt wir waren oder so, es war trotzdem mega. Diese Natur hier zu sehen, alles. Küste war geil, der Wald sah krass aus, haben wir noch nie so gesehen, logischerweise. Ja, und allgemein war das auch eine coole Erfahrung, einfach mal zu erleben. Du merkst halt richtig, was eigentlich in deinem Leben wichtig ist. Ja. Ich habe so in letzter Sekunde von meiner Frau einen Schal mitgegeben bekommen. So, den hat sie noch mit Parfum eingesprüht. Und da kriege ich jetzt schon wieder ein bisschen Pipi in den Augen, das ist völlig krass. Also, dass man seinen Lebenspartner nach so kurzer Zeit so doll vermisst, ob wir das jetzt nochmal machen würden. Ich sag mal ja, wenn die Umstände andere sind. Also klar, Survival-Situation ist halt das, was es ist. Aber wenn ich so die Aussicht wirklich hätte, ich kann mit meinem Survival-Equipment auch wirklich irgendwie Nahrung beschaffen. Also wirklich realistisch. Dann auf jeden Fall. Ich würde es auch auf jeden Fall noch mal gerne machen, aber wirklich mit der Aussicht, dass wenigstens die Chance ist, Nahrung zu sehen. Ja. Okay, das reicht mir schon. Ich will sie nur sehen. Ja. Weil wirklich, wie gesagt, der Rest war ja cool. Der Rest war super. Mhm. Oh. Ja. Nochmal das Selbstexperiment. Mike, nicht nochmal, Fakt. Thank you. Thank you. So lange deine Haare nicht wäscht und dann jemand deine Kopfhaut krault. Es ist das geilste Gefühl, was es gibt. Und beim Haare flechten war die Nummer 2, ne? Oh, so eklig. Boah, das kann ich gar nicht leiden, wenn jemand meine Haare anfasst. Oh, nee. Ich wasche die sogar immer vorm Friseur, damit die bloß nicht einschäumt oder sonst irgendwas. Nee. Oder so. Ich denke mir, geil, wieder fresh. Nächster Tag sah genauso schlimm aus wie an Tag 9. Aber ja, eben. Kröten sind giftig und du dachtest, oh, die Kröte, die will ich aber essen. Vielleicht war der auch ein Frosch. Nee. Alter, das Viech war so groß. Alter, okay, bei uns waren sie so. Oh, wir sehen uns. Oh, coole Maschine. Ah, jedes Team. Fazit. Life is a learning, life is a lesson. Und manche haben Süßwasser, manche nicht. Ja. Ich glaube, an dem Punkt hätte ich einfach das Moorwasser getrunken. Hätte mir gedacht, scheiß drauf, ich brauche Wasser. Du denkst so, das kann jetzt nicht sein. Das kann doch jetzt nicht gewesen sein. Es gab auch viele Momente, wo wir haben ja lange drüber gesprochen. Was machen wir? Was können wir ausprobieren? Haben wir wirklich alles gemacht? Was gibt's für Optionen? Wollen wir noch eine Nacht länger bleiben, um zu gucken, aber was soll sich da verändern? Ja. Und es gab immer wieder Momente, das war total komisch, wo wir in dieser Situation übel viel grinsen und lachen mussten. Aber das war eher so ein Überspielen aus Verzweiflung, wo du sagst so, es kann doch nicht wahr sein, dass wir keine Lösung dafür finden. Ja. Aber muss ich mir auch ehrlich eingestehen, wir haben keine Lösung dafür gefunden. Nicht unter den Spielregeln, die wir hier bei Seven Wars Wild haben. Ja. Und das haben wir auch nochmal thematisiert. Die einzige Lösung, die wir gehabt hätten, es war 2 Stück mit komplettem Gerödel, was man hätte, den Fluss aufwärts, bis irgendwas passiert. Oder die zweite Variante, die Insel im Runden. Aber beide Sachen sind ja nach Regelwerk nicht wirklich möglich gewesen. Ja. In einer realen Situation wäre das quasi kurz knapp vor tot gewesen. Wir haben es natürlich nicht so weit kommen lassen und wir haben uns jetzt auch nicht überkrass dehydrieren lassen. Aber wir hätten quasi die Variante gehabt, mit all unserem Zeug oder was man in so einer Situation halt hätte, vielleicht auch sehr, sehr wenig, irgendwie
auf Teufel komm raus, diesen Fluss immer weiter, weiter ins Landesinnere, wäre man halt irgendwie rein. Irgendwann ist es Süßwasser. Oder man hätte die Insel umlaufen. Man hätte die Insel umlaufen, das wäre auch eine Variante, um einfach aus dieser Frontlinie rauszukommen. Aber ja, also was heißt das Positive? Es zeigt einfach nochmal, dass die Natur mächtig ist und ja, wenn die Natur sagt, fällt aus hier, dann fällt's aus. Ja, aber wie er schon gerade richtig gesagt hat, die hätten ja auch sagen können, wir umrunden die Insel und so. Also im realistischen Survival-Fall hätten sie auf jeden Fall eigentlich wieder Frischwasser gefunden. Weil sie ja zwei Möglichkeiten, wie sie gesagt haben, gehabt hätten, die sie aber nicht genutzt haben, weil es halt gegen das Regelwerk verstoßen hat. Hätte. Richtig. Wenn die Tür zumacht, ist die Tür zu. Und dann kannst du dich im Kreis drehen und schreien, da hilft trotzdem nicht. Ja. Das ist einfach der Fakt. Würdet ihr nochmal machen, heißt ja, würdet ihr wieder in die Situation reingehen und wieder kein Süßwasser haben? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also nee. Ja, wir wissen ja, dass es da nicht funktioniert hat. Ja. So, was würde sich jetzt ändern, wenn wir das einfach nochmal stumpf genau an der Stelle wieder probieren? Das ist dann, im Endeffekt ist es ja auch eine Glückssache. Wir hatten ja die ersten zwei Tage. Hatten wir Süßwasser. Genau. Dann gab es aber diese eine Springsturmflut, keine Ahnung, was das ist, die das quasi ausgemerzt hat. Es hätte auch sein können, dass in diesen 14 Tagen das gar nicht gibt. Ja, wenn so. Das Zeitfenster gepasst so. Hätte, wegen Mond, Ebbe, keine Ahnung was, dann hätten wir halt einfach Schwein gehabt. Ich weiß noch nicht, wie die ausgelöst wird, aber sie war da und hat uns quasi volle Bude. Einmal das Trinkwasser komplett zunichte gemacht. Ja, so. Danke. Danke. Die Leute von der Insel sind jetzt gekommen, heißt Rest von der Crew, natürlich die Teilnehmer, die ausgeschieden sind, aber auch die durchgekommen sind, stehen jetzt da hinten, sind gerade mit dem Wasserflugzeug gelandet und heute Abend werden wir hier in der Painters Lodge dann unsere Party feiern. Und jetzt steht hier der Rest vom Schützenfest. Alter, eine Party feiern. Die Leute, die geblieben sind, stehen hier auf dem Steg und begrüßen die. Du kommst von zwei Wochen kompletter Entbehrung, bist komplett am Ende und sollst eine Party feiern. Schwenk. Alter. Wuhu! Johannes hat eine Kamera in der Hand. Helf mal, Moment. So. Alles Gute. Es muss irgendeine Staffel geben, in der die Leute, die hinter der Kamera sind, auch mal ein, zwei Wochen in die Wildnis gehen. Ich will dich mal gerne sehen, wie du das machst. Dich, Max, Rico, das würde ich mir wünschen. Wenn ihr das auch so seht, eins in die Kommentare. Das wäre mal... Ja, was? Ja, das ist... Ja, mach doch mal. Das ist nicht zu toppen, was du hier gemacht hast. Ach, komm. Ich hab schon gesehen. Ah, was? Super. Ja, ja. Das ist nicht zu toppen. Joey Kelly verloren. Da ist er! Da ist er! Stark, Joey. Herzlichen Glückwunsch, Joey. Hammerleistung. Riesen Respekt. Danke. Aber die wichtige Frage ist, konntest du dein Bauprojekt abschließen? Ja, es wäre natürlich weitergegangen. In vier Wochen hätten wir zwei Etagen. Aber es war gigantisch. Danke, dass du da warst. Ich danke. Wirklich. Ich danke. Mega Bereicherung. Die Community hat sich so gefreut, als du zugesagt hast. Ich danke. Also. Ich dachte, YouTube ist irgendwie so, so ein paar Jungs. Ja, so, ist es ja auch eigentlich auch. Wir sind auch nur ein paar Jungs. Ja, ja, aber nicht jetzt hier Hubschrauber und Flüge und geil. Hollywood. Danke fürs Lob. Ich danke. Nicht schlecht. Oh. Die zwei, die waren geil. Die waren einfach so drei, geil. 2, 1. Dann so Glück mit ihrem Shelter, ne? Das ist unglaublich. Die krassesten Gedanken, die ich so hatte, als ich dort war, war wirklich so, ey, hoffentlich geht's irgendwie Familie gut, Freundin, hoffentlich machen die sich nicht so Sorgen, wer weiß, wenn da irgendwas ist. Das hat mich wirklich, wirklich krass gestresst so. Ich habe mir, bevor wir losgefahren sind, einen Opti-Grill bestellt und über den habe ich sehr viel nachgedacht und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was ich alles in den Opti-Grill grillen kann. Wir lagen dann so eine halbe Stunde manchmal, haben nichts gesagt und dann kam so
Ey, Digga, meinst du, man kann Pizzabrötchen im Opti-Grill machen? Das war so geil. Ich habe auch viel über das Thema so nachgedacht, so meine Geschwister, die sehe ich halt nicht so häufig, dass man da ein bisschen mehr so den Kontakt mal wieder sucht und so, weil das ist auch von mir oft überarsch ist und so. Und dass ich auf keinen Fall einem Fritz-Meinecke-Projekt nochmal zusage. Auf das ist das Wichtigste. Niemals wieder. Nie wieder. Nie wieder. Das war einfach zu lang. Fazit zu lang. Auf jeden Fall, aber ich habe wirklich oft drüber nachgedacht, wofür machen wir das und so. Lohnt sich das hier, was wir gerade machen? Ich muss wirklich sagen, ich würde es nie wiederholen und ich hätte auch nicht zugesagt, hätte ich gewusst, dass es so wird. Ja, aber ich bin jetzt, wo es vorbei ist, man fühlt sich so, als könnte man alles schaffen jetzt. Ja. Also als das ist gefährlich ist, aber ich weiß. Nicht, dass du auf einmal irgendwie fucking Bärenwrestling gehst. Ja, oder nee, so meine ich das nicht, aber man fühlt sich einfach so on top einfach irgendwie gerade. Das stimmt. Das ist ein Gefühl, was ich schon sehr genieße, so dass man sich so denkt, Digga, wir haben alles abgerissen, Junge. Wir haben die Wildnis bezwungen. Ja, das ist geil und dafür hat es sich gelohnt, würde ich sagen. Das war krass. Das ist meine Erkenntnis. Ja. Ich war trotzdem dabei, also ich würde es lieber alleine machen. Also halt eine Woche, nicht zwei Wochen. Hallo. Ach, hallo. Hast du das? Ja. Hast du Tropf? Ja. Nee, ich bin einfach so schwach durch die ganze Scheiße. Ich habe dieses Ding in den Arsch gesteckt und alles. Apfelmittel, was hast du dir in den Arsch gesteckt? Ja, das ist die Flasche da. Apfelmittel. Diesen Trichter und alles. Ja, weißt du, warum das gekommen ist? Ja, Kacke hart wie Knochen. Der Magen hat ja gar nicht mehr gearbeitet. Für 14 Tage. Ich hab mir das Ding, ich saß da wie ein Fisch an der Badewanne, nackig lag ich da ums Klo drumherum. Todesschmerzen. Und gar keine Kraft mehr. Und dann schwarz vor Augen. Sitzt auf der Schüssel, bist weg. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich brauche jetzt von dir eine Kochsalzlösung, so wie man sich das gibt als Superstar. Von den ganz großen Konzerten, wenn man den Abend vorher. Weißt du, letztes Jahr war es genauso. Ja, erinnerst du dich? Wie letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr, das hat mir auch gut geholfen, da war ich gleich wieder bei Kräften. Das ist wirklich das, was ich brauche. Bloß der Arzt ist diesmal kein Kfz-Mechaniker. Ja. Ich hatte gar keine Kraft, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Hast du auf jeden Fall besser geschlafen? Natürlich viel besser. Haben wir es mal wieder geschafft. Oh, ganz. Nee! Okay, wie läuft das jetzt ab? Jetzt bleibe ich einfach hier liegen. Ja, bleib einfach liegen. Wenn es leer ist? Dann ist super. Dann sagst Bescheid, dann kriegen wir hinzu. Also das reicht, oder? Ein Flasch. Ich freue mich, weil das hat letztes Jahr auch so gut geholfen. Wie jedes Jahr. Nee. Das letzte Mal. Ja, ist wirklich das letzte Mal. Das letzte Mal, dass wir alle hier gemeinsam sitzen und dir einen Tropf anschließen. Ich kann echt sagen an der Stelle, Seven Boys 2, nach zwei Staffeln. Das war eine krasse Erfahrung, aber das war's von mir. Macht die Plätze frei, nominiert mich nicht mehr. Ich hätte mich auch nie nominiert. Man wollte nochmal, dass ich komme. Nicht mehr nominieren. Ich bin raus. Out. Seven Boys 2. Aber wir gehören auch wirklich bei Seven vs. Wild jetzt zu den alten Hasen. Ne? Oh, die noch, ach die schon wieder. Ja. Haben sie es wieder gemacht, weiß ja klar. Gell? Haben sie es wieder gemacht. Jederzeit mit dir. Immer wieder. Sind wir Freunde fürs Leben jetzt? Ja, von meiner Seite definitiv, ja. Okay, von meiner auch. Wir sagen jetzt bei drei die Highlight-Items, also ein Highlight-Item bei drei. Eins, zwei, drei. Netze. Angelnetz. Und das Beschissenste bei drei. Eins, zwei, drei. Trinkfilter. Ja. Ey, wir wissen es ganz genau. Unsere Flasche war sonst perfekt. Ob wir das Ganze nochmal machen würden. Ich bin mal gespannt jetzt bei Sascha Huber. Da bin ich aber jetzt mal gespannt. Also wir haben das Ganze jetzt zweimal durch. Panama und jetzt hier auch Kanada. Und wir haben gesagt, in Zukunft wollen wir die Plätze freihalten für die anderen Zuschauer. Es sollen andere jetzt da durchziehen. Ich glaube, wir können sagen, wir haben das für uns einfach gut geschafft und treten jetzt mit Stolz ab. Und sollte es jemals irgendwann wieder sein, dann stehen wir nicht mehr zur Verfügung. Oh, wir nicht mehr nominieren. Bitte nicht nominieren. Was
diese Gefühle, die du da draußen hast, die man erlebt, wir hatten das jetzt. Es ist zweimal gewesen, es ist zweimal anders, trotzdem ist es irgendwie ähnlich, dieses Survival-Ding. Wir haben jetzt da alle Facetten erlebt. Ich habe meiner Familie versprochen, ich bin nicht mehr so lange weg. Es ist jetzt fertig. Für mich ist das Thema jetzt fertig. Und ich glaube, die Leute wollen auch bei der nächsten Staffel auch mal ganz andere Leute sehen. Danke für die Zeit, danke für die Zuschauer, danke, dass ihr alle dabei gewesen seid. Es war super. Ohne euch dürften wir das nicht wieder machen. Und wir können nur Danke sagen, dass ihr auch in Panama uns alle so krass unterstützt habt. Auch hinter der Kamera, vor der Kamera, die Zuschauer. Vielen Dank echt. Und du meintest ja, Dave, ob wir es den anderen empfehlen können. Ja. Und ich glaube, das ist was. Nein. Wir haben gesagt, zwei Wochen. Nein. Ist vielleicht gar nicht nötig. Ist vielleicht wirklich nicht nötig. Auch nicht eine Woche. Weil es wird sowieso keiner machen. Was wir wirklich empfehlen können, ist, geht's mal raus, nur mit dem Wasser, esst mal nichts, Detoxing. Der Körper braucht es nicht, immer jeden Tag kacken zu gehen. Geht mal raus. Am Ende eures Lebens, habe ich auch irgendwann in der Sendung gesagt, wenn du am Ende auf dem Sterbebett bist, wirst du nicht denken, boah, wie waren meine Fortnite-Partien damals, sondern du denkst darüber nach, wie dein Leben, das ist hart. Das, was du erlebt hast in deinem Leben. Nur darum geht's. Boah, das ist hart. Wem du das erlebt hast. Wie angeschissen, oder was? Gell? Hast du gesehen? Irgendwas ist runtergebröckelt. Auf mich drauf. Das ist eine harte Aussage. Für alle Gamer. Und wir fischen auch im Meer. Wir haben es wirklich geschafft. Ja, mal so, Bärenländereien haben wir erkundet und mehr Bären gefunden. Auch die Flasche ist voll. Wir haben es echt geschafft. Easy. Oh shit. Jawohl. Ja! Yeah. 18, Ü18. Ja, ja, ja. Ja, was war das gerade? Ja. 18, Ü18. Ja, ja, ja. Echt? Boah, ja. Wenn ich das schon sehe, den Alkohol, ne? Ja, ja. Diese Holz. Keine Holz reingeschnitzt. Ey, was? Gestern. Ja, da kann ich schon kotzen, wenn ich das sehe. Vielen Dank, das ist sehr lieb. Dankeschön. Max sich verlobt hat. Ah, ja, ja, schon gratuliert. Ich hab gerade so im Vorbeigehen, sie gesagt, ja, 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 Hammer, Hammer. Das war ja stimmt, ich hab nichts mitbekommen. Stimmt. Übelstkrank. Ja. Alter, ich kann mir echt nicht vorstellen, einfach verloben. Wie man bei sowas wirklich auf die Idee verloben kommt. Also, na gut, man hat viel Zeit nachzudenken, ne, aber... Ey, Hammer. Ja, mach halt immer nach, so ist er halt. Was ich hier mitnehme, ist auf jeden Fall die Erfahrung. Ich wusste nicht, wie es sich anfühlt, so lange nichts zu essen. Einfach mal zu wissen, was der Körper kann, auch wenn man ihm keine Nahrung gibt. Also ich habe normalerweise so einen chronischen Husten und ein bisschen Asthma. Ich habe auch mein Asthma-Spray immer... Hast du selten benutzt? Habe ich selten benutzt, genau. Hast du dein Asthma-Spray nicht immer dabei? Oh, ich habe es nicht immer dabei. Ich habe es in Zelt gelegt, verdammt. Also die frische Luft, super geil. Ich fand halt die Landschaft und Natur geil. Es war also insgesamt das ganze Event, die Natur, selbst durch die Mangroven schlagen. Empfehle ich keinen, würde ich auch nie wieder machen, aber das einmal gemacht zu haben, so in der Situation, das war schon richtig geil. Ich bin super, super froh und dankbar, dass Fritz sie eingeladen hat. Wasserflugzeugfliegen auch geil. Ich liebe Flugzeuge sowieso. Würden wir es nochmal machen? Er hat ja auch lang genug gequengelt, dass er dabei sein möchte, ne? Also ist er nicht so, als wäre das spontan von Fritz so, ja, oh, den könnten wir theoretisch einladen, ne? Hier auf gar keinen Fall. Nicht am selben Spot, ja. Ich würde die Experience einmal gerne mit Angeln und Essen haben. Das wäre cool, weil vielleicht beißt du auch mal einen Tag lang nichts, sondern bist du frustriert. So dieses frustriert und freuen vom Angeln und vom Essen hatten wir ja nicht, leider. Und ich muss ehrlich sagen, 14 Tage finde ich sehr lang. Egal, was du 14 Tage machst. Wenn du 14 Tage nur zockst oder selbst 14 Tage Urlaub drehe ich ja durch. Ja, schon nach 2 Tagen Urlaub will ich wieder nach Hause und weitermachen. Halber Monat eine Aktivität durchziehen ist auf jeden Fall...
Hardcore, egal welche Aktivität, ja. Also es macht unglaublich Spaß, dieser ganze Survival-Outdoor, weil das einen stärkeren Kontrast zu unserem Gaming-Alltag gibt es nicht, zum Stream. Deswegen finde ich das wahnsinnig faszinierend. Ja, also nochmal mitmachen, wenn genug Zeit dazwischen ist. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde auch nochmal mitmachen. Ich glaube, 14 Tage alleine würde ich nicht schaffen. Ich sag, nach einer Woche haben wir beide wieder Bock. Ja, safe. Nach einer Woche haben wir beide wieder Bock. Safe, ja. Fazit zu dem Ganzen, wie gesagt, 10 von 10 dankbar. Unglaublich geiles Erlebnis, einer der geilsten Erlebnisse überhaupt in meinem Leben. Die sind, gut, ist dann, die Sache ist, die sind jung, sportlich, also dynamisch. Knossi und Sascha, die sind ja auch noch hier relativ jung, ne? Aber die sind halt schon, die waren jetzt zweimal dabei, weißt du, die haben so viel andere Projekte, wo sie halt körperlich machen. Und ich glaube, der Unterschied ist halt zu Trimax und Rumatra, die sitzen halt wirklich nur am PC, so wie ich eigentlich. Und die haben halt keinerlei andere Aktivitäten außerhalb. Die finden's geil, wenn sie nochmal ran können. Und nochmal. Für die ist es ein Ausgleich. Knossi und Sascha haben schon genug Ausgleiche. Die müssen nicht nochmal bei sowas mitmachen, um vom PC wegzukommen. So. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied bei den zwei. Versus Wild ist Teamleistung. Was einst mit einer Handvoll Freunden gestartet ist, hat sich zu einem großartigen Team entwickelt. Dazu gehören neue sowie auch alte Crewmitglieder. Wir sind sehr dankbar, mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Egal ob Kameracrew, alle in der Postproduktion, das Behind-the-Scenes-Team, das Produktionsmanagement, alle Medics, die Sicherheitscrew oder vor allem auch in diesem Jahr die First Nations. Gemeinsam haben diese Menschen für uns alle diese Staffel möglich gemacht. Vielen Dank, dass ihr ein Teil davon seid. 294 SD-Karten mit 3,5 Terabyte von unseren Kandidaten. Dazu nochmal so viel von der Kameracrew und 14,9 Terabyte Behind the Scenes. Das entspricht 300 Stunden Videomaterial, die wir für euch gesammelt haben. Der Moment, als wir wussten, niemand hat sich verletzt, alles ist gut gegangen, alle SD-Karten sind da, wir müssen quasi nur noch ins Hotel fliegen und eine Abschlussfeier machen. Man hat gesehen, allen geht es relativ gut, außer Jens, der hatte ein bisschen Verstopfung. Aber oh ja. aber sonst ging es allen gut. Johannes, ich glaube, das war's mit mir. Kommt da so runter. Ich kann nicht. Ich saß auf dem Pott. Ich kann nicht. Ist schwarz gewesen. Nee, aber die Abschlussfeier war dann so auch einer der besten Momente, weil man gesehen hat einfach, dass alle gerade happy sind und es allen gut geht. Gefeiert haben wir in einer, was war das, so eine Lodge. Riesig, sah auch irgendwie geil aus von außen, also mit Blick aufs Wasser, nee, war top. Also mein persönlich größter Traum für das Format ist, wenn es vielleicht auch mal in anderen Sprachen stattfindet, dass ein YouTube-Format, was aus dem Nichts entstanden ist, zu einem internationalen Format wird. So, das wäre total crazy, wenn es dann auf einmal eine, weiß ich nicht, in den Staaten eine Staffel gibt, in Spanien, keine Ahnung. Das wäre cool. So, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir für das Format, dass es den Ursprungsspirit für immer beibehält, diesen, ja. Ich bin halt ganz ehrlich, da würde ich es aber auch nicht gucken. Weil ich möchte mich mit den Leuten identifizieren können. Das heißt, es sollen schon Leute aus Deutschland sein, dass ich es A, verstehe und zweitens, dass ich die Leute auch feiere. Dass ich sage, ah, cool, das ist der und der, den kennt man ja und so, ne? Aber in Amerika so, nee. Ganz andere Kultur. Anfangs Mut, sag ich mal, etwas komplett anders zu machen, auf eigene Kappe, auf eigene Faust. Man muss es nicht so machen, wie wir es gemacht haben, so mit dem Kopf durch die Wand und volles Risiko, das ist vielleicht auch ein bisschen dumm. Aber so ein Stück weit, so diese Abenteuerlust auch mit in die Produktion zu nehmen, das würde ich mir wünschen. Selbst wenn es, keine Ahnung, in 10 Jahren ohne Fritz, ohne Max und mich stattfinden sollte, selbst dann wünsche ich mir, dass dieser Spirit da einfach noch da bleibt und alle einfach Bock auf das Projekt haben. Authentisch. Alter, da wäre ich 38. Und echt. So, Staffel 3 ist rum. Wir haben viel erlebt. Wir haben aber auch natürlich in der Staffel 1 und 2 viel erlebt, sowohl ich persönlich als auch ihr als Zuschauer. Jetzt natürlich die große Frage, Staffel 4, was macht man? Ich kann in der Sekunde keine Antwort geben, weil ich es nicht weiß. Wir wollen Sachen immer anders machen. Wir wollen nicht einfach immer genau das Gleiche nochmal machen, sondern wir wollen neue Dinge ausprobieren, wir wollen neue Geschichten erschaffen und das natürlich in einem gewissen Rahmen. Also wenn ihr Ideen habt, sprengt die Kommentare, Leute. Wird es weitergehen? Wird es nicht weitergehen? Das ist die große Frage. Die Zeit wird zeigen. Sehr schön. Dankeschön. Gracias. Das hat Spaß gemacht. Sehr gut. Sehr gut.
So, dann sag ich mal, ja, ich glaube, das war's jetzt komplett mit Seven vs. Wild Teams Canada Edition. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wann die nächsten Reactions zu irgendwas kommen. Vielleicht zu Otto, zu Desert Warrior. Mal gucken. Und ja, ich würde mich sehr über ein Abo und über ein Like natürlich freuen. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch und sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.